Willkommen zurück. Es geht weiter. Und wir versuchen das Ganze jetzt hier nochmal. Und diesmal kriegen wir es natürlich hin. Ja, ich denke, diesmal soll es ein bisschen besser laufen. Hat man hier an der Ecke. Ja, siehst du das. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das Nervigste ist, dass man nur einen Schuss mit dem Ding hat. Zwei. Also ich habe zwei. Keine Ahnung. Also ich konnte jetzt einmal feuern. Und jetzt macht's nur noch klick, klick, klick. Also ist jo, also ich komme hier nicht. Ich kann das nicht rausfeuern. Ugh, die Waffe. Jetzt ist die ganze Waffe leer. Nein! Er ist tot. Aber ich habe zwei mitgenommen. Er ist tot. Ich bin tot. Du bist tot? Wieso bist du tot? Ich bin tot. Ich schmeiße sich jetzt rein. Meine Granate mich, glaube ich, selber getroffen hat. Ich habe aber gar nicht gesehen, woran ich gestorben bin eigentlich. Stell ihn fallen, das ist eine sehr gute Idee. Ach, ihr habt deutsches Half-Life? Ja. Ach, meinst du Englisch? Ja, hätte ich normalerweise auch. Ich meine, wenn die dann doch schon auf Deutsch sind, die Spiele, auch wenn die halt extrem schlecht sind auf Deutsch, also extrem ja, ich habe da doch ziemlich. Naja, aber du möchtest halt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe halt mein Steam immer auf Englisch und dann sind die Spiele immer erstmal Englisch, wenn ich es runterlade. Ja. Ja, ich habe sonst früher auch immer mit eher Englisch gespielt. Aber, rennt da doch nicht durch. PC. Von daher, seit ich jetzt mit dem Let's Play angefangen habe, gucke ich doch, dass ich es zumindest mal ein bisschen auf Deutsch mache. Ja, sonst versteht es ja wieder keiner. Ja, ich vergesse es halt einfach immer und stelle es dann hinterher um. Und lade dann noch irgendwie meistens das Sprachpaket runter. Wobei ich halt bei manchen Spielen, gerade bei Indie-Games, manchmal ganz froh drum bin, wenn ich dann nur die englische Version spielen muss. Also, jetzt zum Beispiel bei ARK, die Übersetzungen, die sind einfach nur grauselig. Das wurde irgendwie mal zwangsübersetzt, seitdem habe ich das irgendwie auch in der Übersetzung. Das kannst du aber umstellen. Du kannst ganz normal wie in Steam halt üblich einfach die Sprache einstellen am Spiel und dann hast du halt nur noch Englisch. Also ich hätte noch eine Granate. Ja, ich ja leider nicht mehr. Ich hab das Ding doch gerade kaputt gemacht. Ja, eins sind zwei. Nee, sind beide jetzt kaputt, alles gut. Ich hab doch erst das hier drüben und dann das auf der anderen Seite. Und da stand zweimal, ich hätte ein Combined Ground Turret getötet. Na, okay. Egal. Vielleicht waren das auch zwei ineinander. So, damit hätten wir Nummer 1 getötet. Kaputt gemacht. Oh Mann, jetzt habe ich doch genau zwei Punkte bekommen, ey. Diese Scheiße hier. Da war aber auch nicht viel drin. Sagte er und ist 40. Wieder bei Full HP. Ich hab nur 40 gezogen, also. Ja. So, gucken wir nochmal. Es wird doch werden. Ich bin gespannt, ob es jetzt auf der nächsten Seite genauso wird. Ich glaube ähnlich. Bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen? Nein, oder? Du bist richtig, du läufst doch richtig. Wir müssen doch dahin, ne? Hä? Das ist eine gute Frage. Ja, hier durch. Moxen, geh doch mal durch. Doch, Moxen, lauf mal weiter. Warte mal. Ich versuch dich die ganze Zeit zu schieben. Du schaffst das. Komm, Moxen, du schaffst das. Ich vertrau dir. Ich weiß nicht mehr, ob die tödlich waren. Ich weiß es echt nicht mehr. Nein. Die da oben. Nee, das da oben ist tödlich. Scheiße. Also die Laser sind nicht direkt tödlich, würde ich sagen. Nee, du kriegst die auch nicht kaputt. Hä? Wie soll das denn? Ja, du musst halt durch, ohne die Laser zu treffen. Ja, aber das ist doch eine Herausforderung. Ja. Wieso? Oh Gott, ich fühle mich bei einem Spiel herausgefordert. ja. Mister Unfähig. Ey. Ja, komm, das muss man ja echt sagen. Mittlerweile sind ja viele Spiele keine Herausforderungen mehr. Ja, gut, das stimmt. Aber das ist ja dann für Menschen gemacht, die nicht so frustrationstolerant sind. Und das kann ich irgendwo auch verstehen. Ja. Wenn du die ganze Zeit im Alltag schon reinkriegst, also dann wirst du doch irgendwie nicht noch Stress bei Games haben.
Nee, aber ich mach's halt auch für die, ich find's für die Let's Plays halt auch sinnvoller. Also ich spiele nämlich auch lieber auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad, dass ich halt einigermaßen durchkomme, weil ich habe fürs Let's Play, ich gehe ja immer so ein bisschen von mir aus, wie ich die Let's Plays, also was mir gefallen würde, so mache ich die ja dann auch ein bisschen. Mhm. Und ich würde mir zum Beispiel kein Let's Play anschauen, wenn einer, sagen wir mal, 3 Stunden bei einem Endboss von Dark Souls hängt. Na ja, gut, das stimmt. Deswegen habe ich mir dann auch so gemacht, dass ich halt 1-2 Versuche mal reingehauen habe. Und bin durch. Gut. Und dann halt. Dann halt erst den Versuch, wo es geklappt hat, wo wir dann durchgekommen sind. Ich kenne jemand, der sich jetzt hier irgendwie das ganze Health geiert. Wenn ihr mir das jetzt ganz Stress hier gespart habt. So, ja, ich muss sogar sagen, ich alle durchhaben. Ich wollte mal von Battlefield 3 den Singleplayer aufnehmen. Ja, wollte ich auch und, machen. Genau. Und weil ich aber. Shit. Was war das jetzt? Weil ich aber. Battlefield 4 Singleplayer habe ich damals direkt auf schwer gestartet. Ich habe die Aufnahme abgebrochen und habe es nie aufgenommen. War weil zu krass. Battlefield 3 Singleplayer auf hart war wirklich hart. Ich weiß ja nicht auf welcher. Ich glaube, ich hatte es auf. Normal oder so. Ja, normal geht glaube ich ganz gut. Normal hatte ich auch irgendwie schon mal gespielt. Aber auf hart war der echt ein bisschen härter. Ja. So ungefähr wie hier jetzt gerade. Also bei Hardline, das ich Let's Played hatte, da habe ich das auf leicht tatsächlich auch gespielt, weil ja, mir geht's halt um die Story oder? Tatsächlich nur. Eben, ja. Ja, gut, ich meine. Bei Battlefield 4 war hart für mich so, okay, ich sterb einmal öfters oder so. Na gut, dann kann man's ja machen. Alter, die halten mittlerweile 2 Schüsse aus von der Waffe. Ja. Im Colt, das ist schon böse. Mir werfen die irgendwie immer die Granaten an den Kopf. Gut, dass Mr. Ladyboy zumindest noch da steht. Ja, ja. Ja. Geht das? Der ist ja da, hier ist ja nichts. Der kann ja da rum. So, jetzt probieren wir das einfach nochmal. Das kann ja nicht angehen. Ja. Nicht schon wieder auf mich. Nein. Immer auf mich. Die werfen aber auch so verdammt gut. Ja. Als hätten das gelernt. Stimmt, ne? Wer würde das denken bei Soldaten? Nein! Jetzt. Ich hasse euch. Ihr blöden Combine-Soldiers seid so scheiße, ey. Oh nein, und ich schieß voll gegen das Geländer mit diesem blöden Granatwerfer. Und PC regelt. Ja, wie üblich. Ich hab halt jetzt noch 4 Lebenspunkte. Warte ich mal, bis jetzt ein bisschen. So, Lama hilft. Ich glaube, jetzt haben wir es aber, oder? Ja, ich denke. Ah ja. Irgendwas feuert hier doch noch. Au! Was war das denn? Mine. Nee, da war noch eine. Ja, super. Leute. Ne? Cool. Steht da überall. Jetzt bin ich mal gespannt, was das zu bedeuten hat alles. Wo ist denn Barney? Ich hätte, glaube ich, Barney mitgenommen gehen sollen. Ja, wo ist denn der? Der hängt, glaube ich, noch beim Random, also bei unserem Spawnpunkt. Ne. Da ist niemand. Nö, nee, ich. Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich den irgendwo sehe. Hängt der doch bei dem Raum mit den Selbstschussanlagen? Ja, das ich glaube, der hängt da noch, ja. Oh Gott, wo war der denn? Der war doch hier drüben irgendwo. Ey, Moment. Die sind auch noch da, oder? Ja, ja, die sind noch aktiv. Ja, Barney steht immer noch hier.
Wie kann man den denn mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der will da durch. Hm. Ich glaube, wir kriegen halt die Selbstschussanlagen da nicht weg. Ja, das glaube ich nämlich auch gerade. Aber warte mal, kann man... Achso, nee, hier bin ich falsch. Ich schub's ihn mal so ein bisschen weg. Ich geh mal auf die andere Seite gucken, ob da irgendwie ein Schalter oder sowas ist. Ich schub's ihn mal da weg. Ja. Geh weg. Autsch. Also die halten offensichtlich auch eine Rakete aus. Wie hat er die denn jetzt gefunden? Wo kommen die her? Hier aus der Ecke. Ah, okay. Mhm. Aber Barbani steht immer noch da und mit Maul auf dem Pfeil, oder? Jetzt schießt er? Kann das sein? Hm. Ja, aber worauf denn? Ja, auf die Türme. Immer noch auf die Türme? Auf die Turrets. Ja. Ah, das macht mich eh noch fertig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir hängen fest. Hm. Wenn Barney hängt, dann hängen wir auch, ja. Ich überlege aber echt, ob man die nicht irgendwie killen konnte. Na, so einer ist kaputt. Der gegenüber. Da waren wir ja schon, ja. Aber mit dem Raketenwerfer bin ich gerade nicht weit gekommen. Nö. Da passiert gar nichts. Können wir die vielleicht nochmal wegschieben hier? So, komm. Nee, die sind... Würde sagen, die sind nicht zerstörbar. Aua! Ja. Frage ist jetzt nur... Könnte man die vielleicht ausschalten, wenn man durchrennt? Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Deswegen stehe ich die ganze Zeit auf der anderen Seite, aber... Nein, wenn ich, sobald ich hier reingehe, bin ich tot. Aber wahrscheinlich ist das der Unterdrückerraum, oder? Gerade war doch auch noch... Was war das dann eben für ein Dialog, der da noch kam? Da hat doch gerade irgendeiner was gesagt. Also jetzt nicht mein Arm, aber... Hier sind wir hergekommen? Das hört sich auch so toll an. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht irgendwie Granaten reinwerfen oder so? Bleib mir aber auch nicht an der Decke hängen. Ich renne durch, ich versuche irgendwie irgendwo hinzukommen. Bringt ja auch nicht viel. Ah, ich weiß was. Mhm. Was denn? Auf der anderen Seite ist so ein Ding, wo man reingucken kann. Ich glaube, so macht man es aus. Also wenn man durch den Raum durchkommt, ja, da hinten links. Da, wenn ich jetzt reingeht, links. Das habe ich vorhin dreimal probiert. Und es hat nicht geklappt? Irgendwie zu gucken. Nee, das Problem ist, ich bin einfach nicht lebend da angekommen. So, jetzt. Ah, doch, okay. Okay, gut. Sehr schön. Oh. Das macht auch Sinn, weil dann kann man nämlich hier hinten auch das Health-Ding benutzen. Genau. Ausnahmsweise mal. Oh, Mann. Ja, jetzt, ne? Jetzt sagt er wieder, oh Gott, macht schneller. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, lauf doch einfach vor, wir kommen schon mit. Schlimmer Finger ist der Typ. Eben. Ich will leben. Ja, danke. Das haben wir uns auch schon gedacht, glaube ich. Mhm. Muss es nur schnell aufmachen. Fertig. Wir kommen mit. Diese Tore so lange auf, wie nötig. Oh nein, nervige NPCs. Die geben aber Medikits. Hallo, ich auch. Ich auch. Was? Ja, der hat gerade hier ein Medkit verteilt. Ich will auch. Ich glaube, dass... Raketenwerfer. Ich denke, dann kommt jetzt wirklich der Strider da. Ich stehe halt auch da wie ein Idiot, ne?
Ja, nicht nur du. Anstatt die Gravity Gun irgendwie auszuwählen. Ja, ich hatte die, also ich war halt gerade am Rechnen auf die Gravity Gun. Wir müssen unseren Lem-Fanboy ein bisschen, glaube ich, mitnehmen. Wir haben das Level eh gleich geschafft. Ja? Ich bin Moxen jetzt stirbt. Er hat auch nach. Gut. Alter! Wir kriegen das hin. So weit ist das ja auch nicht. Der hat mich gerade so schnell runtergeschossen. Ja, ja, wie gesagt, die machen Schaden wie Sau. So. Ja, und der Sanitäter macht natürlich gar nichts. Naja, der wollte auch Versicherungsvertreter werden, wie du gehört hast. Ja. Alter, jetzt doch, außer eine Sache macht er im Weg rumstehen, wie... Ach du Scheiße. Wie gesagt, Karte ist gleich vorbei. Sorry. Gott sei Dank. Ich komm da auch nicht. Lamaud, ich komm hier nicht vorbei. Der Arsch blockt uns komplett. Unfähig. Nee, der Typ hier ist... Der ist das Böse. So, jetzt aber. Ah. Mein Gott. Überleg mal, was passiert, wenn alle drei unten drunter, also hinter ihm stehen. Ja, dann hast du ja gar keine Chance mehr, ey. Ja, wir hätten, glaube ich, jetzt gelust gehabt. Ja. Seid ihr denn schon draußen? Mhm. Ja. Alter. Okay, unendlich Raketenmunition, das wird lustig. Dieser werte Herr Peacemaker rennt wieder vor. Okay, ich glaube, ich wechsle mal zum Raketenwerfer. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal den Heli runterholen, ne? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Genau. Die Frage ist nur, wie, der ist ja 3 Kilometer weit weg. Ja, da werden wir wieder ordentlich üben müssen. Ordentlich zielschießen, ja. Okay, hat gereicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist dann halt zu dritt wahrscheinlich einfacher, wenn der nicht... Das definitiv, ja. Wer schießt denn da schon wieder? Der nächste Heli? Keine Ahnung. Und halt ein Strider. Aber da hinten ist einer, den hau ich mal gerade mit dem... Links runter, tschüss. Hört ihr das auch? Ja, ne? Ja. Und ich frag mich auch schon die ganze Zeit, was das ist. Ja, da unten ist ein Strider. Und da oben ist noch so ein Flugdingensen. Aber ich glaube, den Strider kann man von hier aus nicht treffen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Noch nicht wahrscheinlich. Doch, es geht. Ja? Naja, der alte Trick, du schießt über den Zaun und dann gehst du mit dem... Ach ja. Ja, aber dann ist halt die Frage, ob er kaputt geht, ne? Nee, ich glaube nämlich nicht. Und jetzt hat er uns gesehen. Er zieht sich zumindest zurück. Das ist auf alle Fälle schon mal was wert. Okay, jetzt nun ist er weg. Jetzt können wir uns an die Leute unten machen. Mann! Was sind denn da noch? Ich sehe gar keine mehr. Ich hab das ist doch, große Problem. Irgendjemand steigt. Nee. Oh. Nein. Also so meine Sturmangriff-Taktik geht nicht oft auf. Nee, irgendwie ist halt kein Mann, Battlefield. Schießt auch mal, ja. Oh, mich regt das so auf, dass ich aus dem Rennen nicht schießen kann. Das ist ein wenig ungewohnt und stressig für mich. So. Nein! Ihr respawnt beim Ladyboy. Ich nicht. Ich hab mich bewegt und bin direkt wieder runtergefallen. Der hat jetzt 4 Schrotladungen gefressen. 4. Ah, hier geht's weiter. Jetzt bin ich aber auch wieder da. So, renn. Wo bist du denn jetzt lang? Ach so. Geschütz.
Aber es ist auch schon eine Zeit, wie ich gerade, von daher bin ich dann ja. Die Folge. Wir danken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Folge mal hier rüber. Ciao. Tschüss. Ciao.